Es gab Zeiten, und das ist gar nicht so lange her, da habe ich Winterreifen und Sommerreifen gewechselt an den Autos, die ich schon immer fahren wollte. Und heute muss ich das zum Glück nicht mehr machen und kann auch ein schönes Auto fahren, was mir sehr gefällt. Wie habe ich es geschafft, von 300 Euro Ausbildungsgehalt, ja, mit 28 jetzt in eine Situation zu kommen, wo ich finanziell super gut dastehe und auch unabhängig bin, auch einfach mal Reisen buchen kann, wenn ich das möchte, und auch eben eine finanzielle Sicherheit auch zu haben, dass ich eben weiß, hey, ich kann von meinem Vermögen eine lange Zeit wirklich super gut auskommen, und das eben schon mit 28. Wichtig, ich mache dieses Video nicht, um irgendwie anzugeben, um irgendwie zu zeigen, hey, guck mal, ich habe dies oder das, schau dir meine Luxusuhrensammlung an. Auf gar keinen Fall, ich möchte dir einfach vom Herzen Mehrwert mitgeben, weil ich mir so ein Video einfach gewünscht hätte, als ich damals den Gedanken gehabt habe, hey, wie kann ich einfach aus meinem Leben mehr machen? Wie kann ich finanziell in die Unabhängigkeit gehen? Was kann ich für Schritte machen? Weil ich bin selber auch noch nicht an meinem Zenit, an meinem Ziel angekommen, um Gottes Willen. Aber damals, und das wirst du vielleicht auch merken, es gibt extrem viele Leute hier im Internet, die Videos zu diesem Thema machen, wo du vielleicht selber merkst, hey, da geht es einfach nur darum, dass sie ihre Idee verkaufen. Und selbst, ja, wird gar nicht der Weg mal aufgezählt. Wie haben diese Leute es denn geschafft? Es wird immer nur oberflächlich von Sachen geredet oder irgendeine Uhr wird in die Kamera gehalten. Aber am Ende des Tages geht es sich nicht darum, sondern du möchtest wahrscheinlich wissen, hey, was sind denn aus der Praxis heraus die Schritte, wie es jemand gemacht hat und wie ich es dir jetzt auch empfehlen würde. Und deswegen habe ich einfach mal meine letzten 10 Jahre reflektiert und ich bin zu, ja, einigen Schritten gekommen. Und ich habe es für dich, ja, in 6 Schritten zusammengefasst. Und der erste Schritt ist tatsächlich, dass ich so ein, ja, Wachwerde-Moment gehabt habe, so kann man es fast sagen, dass ich einfach realisiert habe, relativ früh, und vielleicht hast du den Moment auch schon gehabt. Ich bin mir sicher, viele Leute haben diesen Gedanken. Das heißt, ich habe irgendwann gedacht, hey, Moment mal, ich mache hier gerade meine Ausbildung und mein Ziel ist es, diese Ausbildung zu machen und dann 40, 45 Jahre, vielleicht sogar länger in diesem Beruf zu bleiben. Und ja, irgendwie das Ziel der Rente ist auch nicht so wirklich da, weil ich gesehen habe, dass jetzt schon meine Großeltern wenig Rente kriegen. Das heißt, es ist eigentlich ein System, wo ich schon früh gedacht habe, man hat halt, wenn man mit 65 in Rente geht, auch statistisch gesehen jetzt nicht mehr so lange zu leben. Ja, mein Opa ist jetzt mit 76, 77 Jahren gestorben. Das heißt, nach der Rente hat man statistisch gesehen vielleicht noch 10, 15 Jahre. Dann ist es so, dass viele Rentner da eben auch nicht wirklich finanziell einfach frei sind, machen können, was sie wollen, müssen auch noch aufs Geld achten. Und ich habe einfach realisiert, das ist nicht das, was ich will. Auch wenn es alle anderen machen, weil die meisten Leute akzeptieren das, sagen, ja, es ist halt so, 65, ach, auch selbst wenn ich bis 70 Jahre arbeiten muss, was will ich denn machen? Da muss ich auch anpassen. Ja, man kann jetzt nicht hier nach links und rechts gucken. Die meisten in der Gesellschaft sind relativ, sagt man, eher negativ und ah, nee, das ist so, ja, versuch nichts zu ändern und denken nicht mal so out of the box, würde ich sagen. Und das war mein Schritt Nummer 1, dass ich gesagt habe, hey, es gibt viele Leute, die es gut finden, mein Weg ist es nicht. Aber wichtig, du kannst ja nicht direkt daraus ausbrechen, sagen, oh, ich breche jetzt meine Ausbildung ab, ich mache jetzt nichts mehr. Wichtig ist dann, in die Umsetzung zu kommen, um halt langsam was aufzubauen, weil schnell reich werden, kann ich dir schon mal sagen, gibt es tatsächlich nicht. Dann Schritt Nummer 2 ist tatsächlich, dass ich gemerkt habe, hey, in deinem Leben wird dich niemand anders retten als dieser junge Mann hier. Und das ist das Thema, dass ich angefangen habe, 100% voll Eigenverantwortung zu übernehmen für alles. Für alle Sachen, die schlecht laufen in meinem Leben, für alle Sachen, wo ich sage, hey, das passt mir nicht, für alle Sachen, die gut laufen, für alles in meinem Leben. Weil man darf sich nicht auf irgendwelche anderen Menschen verlassen. Es ist natürlich so, wenn man jung ist, verlässt man sich vielleicht auf seine Eltern, hofft da mal Unterstützung zu bekommen. Aber ich bin sehr froh, dass meine Eltern mir nicht einfach, keine Ahnung, 10.000 Euro Startkapital gegeben haben oder gesagt haben, hey, wir finanzieren dir alles, weil dadurch hat sich meine Persönlichkeit aufgebaut und dadurch habe ich halt auch selber gemerkt, hey, stimmt, ich habe es in der Hand, ob ich vermögend werde, ob ich irgendwann finanziell unabhängig werde, niemand anders. Und ich habe auch nicht irgendwie versucht zu sagen, ja, aber das ist unfair, aber die, nein, Fokus nur auf dich. Und das ist eine wichtige Sache, dass du halt realisierst, dass du selbst dein größter Feind noch dein größter Feind und auch dein größter Freund sein kannst. Deswegen war das ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Dann Schritt Nummer 3 war tatsächlich von Anfang an klar über meine Zahlen, über meine Finanzen Bescheid zu wissen. Die meisten Leute, die reden sich ein, ja, wenn ich mal mehr verdiene, dann checke ich meine Finanzen besser ab. Dann werde ich die Kontrolle haben. Dann werde ich anfangen, irgendwie zu investieren. Dann mache ich dies. Aber ich habe mir gesagt, alles klar, ich bin an einem Punkt in meinem Leben vor 10 Jahren gewesen, wo ich sehr wenig Geld verdient habe. Aber ich habe mir gedacht, ich werde mich schon so aufstellen mit Prozessen, mit Kontensystemen, als würde ich schon das 10-fache verdienen. Als würde das 10-fache reinkommen.
Und das ist halt dann eben auch sehr von Vorteil gewesen, weil desto mehr ich dann verdient habe, also nach der Ausbildung, habe ich dann irgendwann, keine Ahnung, ich glaube 1400 Euro angefangen, dann ist es immer mehr geworden. Und das war jetzt auch noch nicht so viel, aber ich wusste halt, alles klar, ich habe alles unter Kontrolle. Ich behalte mehr Geld, als ich ausgebe. Ja, das hört sich jetzt super trivial an, aber viele Leute, die bauen nicht mal ohne Investitionen systematisch Vermögen auf. Die knallen viel zu viel Geld raus, dann wird da mal wieder was verkonsumiert, dann ist da mal wieder ein Problem. Ja, und das ist natürlich dann schwierig. Deswegen kenne deine Zahlen und wenn du es nicht genau weißt, wo dein Vermögen jetzt steht, wie viel du verdienst, wie viel rausgeht, dann mach das gerne jetzt einmal. Dann war der nächste Schritt tatsächlich, dass ich mir konkrete Ziele gesetzt habe und zwar in allen Bereichen. Ich weiß, dieser Ratschlag ist halt relativ lame und langweilig und deswegen neigt man dazu, diese Sachen beiseite zu legen, weil man hat es vielleicht schon 10-mal in einem Buch gelesen, ja, 100-mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen. Irgendjemand hat dir auf Instagram gesagt, Ziele, 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 auf irgendeinem Erfolgsseminar, Ziele, Ziele, Ziele. Und es kotzt mich selber auch an. Ich sag dir ehrlich, ja, es sind so Persönlichkeitsentwicklungsweisheiten. Ja, du musst an deinem Mindset arbeiten, wo ich genau dasselbe denke wie du. Aber das Traurige ist, es stimmt halt einfach. Es ist halt einfach wahr. Das ist wie, wenn man als Kind keine Lust hatte, die Zähne zu putzen. Deine Eltern haben gesagt, putz die Zähne, putz die Zähne, putz die Zähne. Du hast vielleicht gedacht, Mann, aber es ist wichtig. Und das ist auch beim Zielesetzen so. Egal wie viele Gurus dir das schon gesagt haben, du brauchst wirklich Ziele. Und wichtig ist, dass du nicht nur ein riesen Langfristziel dir setzt, was überhoch ist, wo du es nicht greifen kannst, sondern dass du wirklich einen Plan draus schmiedest. Also, dass du diese Ziele greifbar machst, dass du einen roten Faden hast, einen Schritt-für-Schritt-Plan. Das heißt, ich weiß immer genau und wusste vor allem auch genau, wo will ich hin? Was kann ich machen, um zu wachsen? Was kann ich am nächsten Tag machen, um meinen Zielen irgendwie näher zu kommen? Also, dass man nicht nur ein Ziel setzt, beispielsweise, du möchtest jetzt deine ersten 100.000 Euro aufbauen, mal als Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl, dann ist es wichtig, dass du eben nicht nur sagst, ich schreibe jetzt 100.000 Euro auf, in 5 Jahren will ich die erreicht haben als Beispiel, sondern dass du wirklich haargenau einen Plan hast, wie komme ich dahin, was muss ich machen, was muss ich verdienen, was muss ich weglegen, was muss ich investieren, was muss ich ändern, welche Routinen brauche ich. Also dass du wirklich einen Schlachtplan hast, um das dann auch wirklich zu erreichen. Ja, weil Ziele sind wichtig, auch auf einem höheren Level. Ja, wenn du dann irgendwann auch merkst, hey, ich habe schon gut was erreicht finanziell, immer weitere Ziele setzen, weil ansonsten bleibst du stehen. Dann Schritt Nummer 5 war wirklich der Fokus auf mein Einkommen und auf, ich sag mal, dieses Gas geben und auch wirklich sagen, hey, ich hole mir meine Ziele. Ja, weil viele Leute, die sind so ein bisschen eingesackt, die machen ihren Job und sagen, ja, ich verdiene jetzt Summe XY, ja, ich würde auch schon gern irgendwie mehr verdienen, aber ja, schauen. Ne? So, das ist so ein bisschen so, gut, dann kannst du halt auch keine krassen Resultate erwarten. Ja, wenn man beispielsweise hohe Ziele hat, einen Anspruch an sein Leben hat, dann kann man auch mal extra was machen. Ich habe damals Vollzeit gearbeitet, ich habe immer irgendwas nebenbei gemacht, ich habe schon alles gemacht, ich kann dir ein paar Sachen aufzählen, wenn du möchtest, dass es greifbarer ist. Ich habe damals schon, als ich in der Schule war, alle möglichen Nebenjobs gemacht. Ich war mir für nichts zu schade. Ich war Kassierer an der Kasse in einem Supermarkt. Ich habe es gehasst. Habe ich auch gelernt, was ich nicht möchte in meinem Leben. Ich habe irgendwie Pakete verpackt. Ich habe Frühschicht gemacht. Im Sommerurlaub habe ich immer gearbeitet. Frühschicht gemacht in einer Matratzenfabrik, da die Sachen rausgezupft. Ich habe bei einem Maurer gearbeitet. Ich habe alles gemacht, was du dir vorstellen kannst. Ich bin nachts aufgestanden, habe bei einem Bäcker mitgeholfen, habe gemerkt, das ist nichts für mich. Brauche meinen Schlaf und, und. Und daraus kannst du mitnehmen, du darfst dir halt vor allem auch in jungen Jahren oder wenn es dir finanziell noch nicht so wirklich gut geht, also sei dir für nichts zu schade. Und das merke ich auch bei der heutigen Generation, da sind viele Leute einfach faul. Oh, ich will eine 3-Tage-Woche haben, aber ich will das Maximum verdienen. Aber ja, Work-Life-Balance und entspannen. Nee, das funktioniert nicht, kann ich dir sagen. Wenn du wirklich was reißen willst, und ich kenne viele vermögende Menschen, das sind alles sehr fleißige Leute, die sind bereit, Gas zu geben. Und auch diese Bereitschaft, die Extrameile mal zu gehen, ist super, super wichtig. Dann der letzte Schritt und einer der wichtigsten Schritte überhaupt, Schritt Nummer 6 ist, früh anfangen zu investieren. Also sobald du den Gedanken hast, hey, ich möchte mehr Vermögen aufbauen, ich möchte finanziell frei werden, finanziell unabhängig werden, ich möchte irgendwann weniger arbeiten, egal was es ist, fang mit dem Investieren an. Weil ich habe vor 10 Jahren angefangen dann auch mit dem Aktienmarkt, nicht als Trader, sondern wirklich, ich habe gesagt, ich möchte einen Teil meines Geldes langfristig in solide Aktien investieren, dass mein Geld für mich arbeitet. Weil sonst bist du halt dein Leben lang, auch wenn du aktiv viel verdienst, aktiv am Arbeiten, du tauschst Zeit gegen Geld. Zeit gegen Geld. Du kannst mehr verdienen, aber immer ist es Zeit gegen Geld. Und ich habe irgendwann gedacht, nein, ich muss was haben, wo mein Geld für mich arbeitet, wo ich mein Geld einsetze und dann mein Geld mehr Geld verdient und immer mehr Geld verdient. Und das ist halt am Aktienmarkt möglich durch den Zinseszins, dass du dir da schön was aufbaust, dann die ersten passiven Einnahmen kassierst und dann auch wirklich über Jahre dir echt eine zweite Einkommensquelle aufbauen kannst und dadurch wirst du dann halt wirklich frei.
Durch Arbeiten wirst du natürlich nie frei, weil du scheffelst die ganze Zeit. Du musst auch Bereitschaft, wie ich eben sage, du musst auch fleißig sein. Aber es wird dich nie dazu bringen, dass du sagst, alles klar, kann ich meine Füße hochlegen. Und das Ziel ist ja, dass du irgendwann die Wahl hast, was du machst, ob du arbeitest, ob du früher in Rente gehst oder nicht. Und deswegen ja, habe ich auch diesen YouTube-Kanal hier gemacht, um dir halt eben auch zu zeigen, wie der Aktienmarkt funktioniert. Und wenn du dazu einfach mehr erfahren möchtest, folg mir super gerne auf Instagram. Doch mache ich jeden Tag Fragerunden, abonniere gerne diesen YouTube-Kanal. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich von dir zu hören. Bis dahin, dein Max Mrode.